Lösung? Es ist Antwort A. Sie sieht eine Verdunklung des Loches, die sich scheinbar von oben nach unten ausbreitet. Schauen wir uns die Lichtstrahlen an, die von der Lichtquelle durch das Loch in ihr Auge fallen. Wenn der Daumen sich langsam von unten nach oben bewegt, wird zuerst der Lichtstrahl unterbrochen und nicht mehr ihr Auge erreichen, der von der oberen Kante der Lichtquelle stammt. Es sieht also so aus, als würde die Verdunklung sich von oben nach unten ausbreiten. Das Prinzip ist quasi die Umkehrung der Lochkamera.